Es wurde gerade Frühling in Nordnorwegen, als die deutschen Soldaten eintrafen, Mitglieder der NATO-Feuerwehr. Nach einer langen und kalten Polarnacht stiegen die Temperaturen am Tage immerhin auf nur 14 Grad minus. Und die Tage hier bei Tromsø wurden länger. Tromsø, Bardufoss, Lyngenfjord, das alles sind Namen, die die jungen Arktik-Express-Teilnehmer erst einmal zu Hause lernen mussten. Arktik-Express, der Name des jüngsten NATO-Manövers. Das sind deutsche Hubschrauberpiloten. Sie kommen aus Fritzlar. Sie gehören zu den insgesamt 480 Mann, die die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der NATO-Übung Arktik Express in den hohen Norden geschickt hat. In einem 2-Tage-Gewaltmarsch, besser gesagt Marathonflug, sind sie 2000 Kilometer weit geflogen. Ihre Aufgabe hier, die Luftbeweglichkeit der NATO-Feuerwehr zu gewährleisten, zusammen mit Briten und Amerikanern. Die NATO-Feuerwehr, genau gesagt Allied Command Europe Mobile Force Land, kurz AMF, wurde 1961 gegründet. Sie soll die Flanken des Bündnisses im Norden wie im Süden schützen helfen. Das NATO-Land Norwegen grenzt an das neutrale Schweden, an das von den Sowjets beeinflusste Finnland und an die Sowjetunion. Hier in dieser Gegend Flagge zu zeigen, das Symbol der NATO. Das ist die Aufgabe der AMF-Brigade. We have, of course, the landlines, yes. But we really need the telephone as well. And when, for instance, a patrol is reported up here, it's Abschreckung wird hier demonstriert, weil sich ein Angriff auf Norwegen gegen das ganze Bündnis richten würde. Wie wichtig das Bündnis diese Aufgabe nimmt, zeigt nicht nur die Zusammenarbeit dieser Soldaten aus mehreren Ländern. Auch NATO-Generalsekretär Luns, hier zusammen mit dem Kommandeur der AMF-Brigade, US-General Weyand, begab sich in Schnee und Eis. Und selbst der Ostblock ließ sich nicht lumpen. Die NATO hatte eingeladen und mehrere Dutzend Militärattachés erschienen, darunter ein Sowjetgeneral. Befehlsausgabe bei den deutschen Versorgungssoldaten der saarländischen Luftlandebrigade 26. Dies hier ist auf gut Deutsch das National Supply Element. Die Deutschen sind wie die Amerikaner, Briten, Kanadier, Belgier, Niederländer, Italiener und nicht zuletzt Luxemburger gern gesehene Partner. Die Manöverlage, orange Feinde, gespielt von norwegischen Soldaten, von niederländischen und amerikanischen Marines, griffen von Norden her an. Die blauen Truppen der 6. norwegischen Division stehen einem überlegenen Feind gegenüber. Ein NATO-Fall also. Ein NATO-Land wird angegriffen. Damit ist das ganze Bündnis bedroht. Aber auch Skilaufen unter erschwerten Bedingungen und im Mannschaftszug wird erst einmal gelernt sein und geübt werden. Weiter im Manöverkrieg. Englische 105 mm Haubitzen, gezogen von sogenannten Schneekerzen, gehören zum Orange-Angreifer. Ihre Einsatzmöglichkeiten in Nordnorwegen sind ausgezeichnet. Das Land mit den tiefen Fjorden und den bis zu 2000 Meter hohen Bergen kann diese per Flugzeug transportablen Geschütze so richtig brauchen, falls es einmal einen Ernstfall geben sollte. Nichts geht ohne Vorbereitungen. 8 Wochen jährlich verbringt manche NATO-Einheit im Norden Norwegens, um sich an Klima und Schnee zu gewöhnen. Die deutschen Fernmelder fuhren für 2 Wochen aus dem badischen Bruchsal nach Mittenwald in die Alpen, um in Schneehütten und Iglus im Berg und Schnee ihre neue Polarausrüstung zu erproben. Denn das Verteidigungsministerium hatte ziemlich tief in die Haushaltstasche gegriffen, um Schlafsäcke und Filzstiefel aus Kanada zu kaufen. Ohne die deutschen Fernmelder hätte diese Übung übrigens gar nicht geführt werden können. Denn sie sorgten für die Verbindungen und heimsten sich das Lob outstanding ein. Niederländische Marineinfanteristen haben hier feindliche Stellungen aufgeklärt und greifen an. Bei bis zu 4 Metern Schnee. Das ist neu für die Soldaten, die zu Hause meist mit dem Fahrrad unterwegs sind. Hier
Hier verbirgt sich ein Gefechtsstand, der Italiener. Die AMF-Brigade besteht aus 3 Kampfbataillonen. Bei Übungen an der Nordflanke stellen die Kanadier, die Amerikaner und die Italiener diese Bataillone. Im Süden mischen die deutschen Fallschirmjäger mit. Die Brigade versorgt sich selbst. Einige Millionen Liter Kraftstoff werden bei einer solchen Übung in die Tanks der Panzer, Autos und Hubschrauber gepumpt. Und das bei schneidender Kälte. Die Logistik wird englisch geführt. Die nationalen Komponenten sind voll integriert. Denn sie ist international, diese AMF-Brigade der NATO. Sie ist zugleich Instrument der Abschreckung und der moralischen Unterstützung an den Flanken des Bündnisses. Wenn diese Verteidigung nicht vom Nordkap bis in die Türkei reicht, dann ist sie wenig wert, auch wenn sie teuer ist.